Wir wollen heute reden zum Thema digitale Partizipation. Da gab es ja auch so etwas wie die Enquete-Kommission im Bundestag. Die gibt es jetzt seit gut so 10 Monaten. Fragen wir als ersten Politiker, was hat es eigentlich gebracht? Es gibt 4 Themenbereiche: Netzneutralität, Datenschutz, Urheberrecht und Medienkompetenz, wo es dann die ersten Ergüsse sozusagen dieser Kommission geben wird, mit Handlungsempfehlungen, das hoffe ich zumindest. Sie sind ja auch da Mitglied, Sie sind Sachverständige. Was hat es denn gebracht für Sie? Naja, in den einzelnen Arbeitsgruppen, die nicht öffentlich tagen, waren eigentlich die Debatten zu den einzelnen Themen ziemlich intensiv. Und ich glaube auch die Widersprüche, die sich politisch da ergeben, die sind sehr offen zu tragen. Zum Beispiel? Das betrifft die Profilierung von Kindern, also die Datenprofilierung von Kindern, das betrifft natürlich auch Geschäftsmodelle, die gar nicht offengelegt sind, also wo der Verbraucher nicht wissen kann, was hinter seinem Rücken passiert. Wo viel Einigkeit ist das allerdings bei der Transparenz? Also ich glaube, über die Fraktionen hinweg und bei den Sachverständigen und Abgeordneten wollen die meisten Transparenz gegenüber dem Benutzer. Ich habe Partizipation, also Online-Partizipation, mal von einer anderen Seite beforscht. Also ich habe mich mit Online-Wahlen befasst. Und da war ja auch oft die Annahme, naja, wenn man Teile, also einen anderen Weg zum Wählen online anbieten würde, würde sich die Wahlbeteiligung erhöhen. Das ist ja auch eine gewisse Hoffnung. Und in allen Projekten, die es gibt, wo Online-Wahlen gemacht werden, dort hat sich das eigentlich nicht bewahrheitet. Also ist dieser Traum von wegen mehr Partizipation durch die neuen Kommunikationswege ein schöner Traum gewesen? Ich meine, sollte man vielleicht so in Texte in BlackBerry-Länge haben, dass jeder an seinem Handy-Display das sehen kann und vom Handy aus ja, 160 Zeichen und sagen, vom Handy aus wieder sozusagen, aber was mit meinem Handybildschirm passt, darüber kann ich dann abstimmen, ja oder nein, wer ist das, muss es mobiler werden? Ja, vielleicht. Ich würde mir das manchmal wünschen, man hätte mehr so knackige Sätze, das würde Politik viel nachvollziehbarer machen. Am Ende wird es darauf ankommen, dass man ein paar knackige Thesen hat, mit denen wir auch überzeugen können. Mal ein Beispiel. Sie haben jetzt von mir aus 30 Sekunden für 3 knackige Thesen, um diese Frau zu überzeugen in dem Thema ihrer Arbeitsgruppe. Wie würden Sie das machen, wenn wir jetzt dabei wären? Also, für Medienkompetenz müssen wir mehr Breite schaffen, das heißt virale Kampagnen. Nicht mehr in die Schulen hinein, nicht mehr nur noch über Lehrer gehen, sondern im Netz virale Kampagnen sammeln. Ein Gedanke. Zweiter Gedanke, wir können nur dann Computer in der Schule einsetzen und für alle Hausaufgaben verpflichtend machen, wenn auch jeder einen hat. Deshalb brauchen wir ein Projekt Computer für jeden. Was würden Sie jetzt darauf antworten, wenn jetzt hier die Enquete-Kommission wäre? Also hier hätten wir mal Konsens. Gut. Wunderbar. Ich komme darauf zurück. Und ich glaube, da wird es auch spannend für Adhocracy, weil da kann man sehr unterschiedliche Vorschläge machen, wo man auch mal gerade in diesem Online-Tool so ein bisschen, naja, seine zukünftigen Ideen mal niederschreiben kann, sich die Meinung holen kann und dann aber auch abstimmen kann. Und vielleicht, ich sehe gerade so viele Fragen im Gesicht, Adhocracy, erklären Sie mir mal in 2 Sätzen, was ist das? Es ist ein Online-Beteiligungstool, wo man sich anmelden kann und sich einer bestimmten Arbeitsgruppe anschließen kann und dort Vorschläge machen kann, die man dann mit einem Abstimmungsverfahren mit den anderen diskutiert und abstimmt, also votet. Wie sehen Sie das, wenn sozusagen die Vorschläge von außen direkt reinkommen? Ja, wie gesagt, ich finde das gut, ich finde das bereichernd. Und es sind ja 2 verschiedene Ebenen, über die wir hier sprechen. Also Adhocracy und diese ganzen Beteiligungen, wo wirklich Papiere geschrieben oder bearbeitet oder Thesen platziert werden, die sind ja qualitativ. Das heißt, hier macht jemand einen Vorschlag, wir gucken uns das an und sagen, ist der Vorschlag gut oder schlecht? Wollen wir den übernehmen oder wollen wir den nicht übernehmen? Wenn da jetzt 35 Leute oder von mir aus auch 700 Leute der Meinung sind, wir müssen das machen, ist das jetzt bei einem Volk von 80 Millionen nicht so eine zwingende Größe, dass man da jetzt sofort Schweiß auf der Stirn bekommt. Da sind ja bei jedem CDU-Vereinsfest wahrscheinlich mehr Leute, die eine Meinung äußern, als bei so einer Online-Partizipation. Ja, das ging ja mehr werden. Ich war am Wochenende am Sonntag auf 2-Jahres-Empfängen und im einen waren 40, im anderen waren 60 Leute. Und von denen haben ja mindestens 50 ziemlich dezidiert ihre Meinung zur Atomkraft und Libyen gesagt. Und das hat mir einen echten Erkenntnisfortschritt gebracht. Und Sie sind jetzt auch gegen Atomkraft als CDU-Mitglied? Sagen wir mal so. Sagen Sie es einfach, trauen Sie sich, lassen Sie es raus. Also, ja, ich glaube, Lerneffekte bei mir will ich nicht ausschließen. Was hätte passieren müssen, dass Sie diesen Erkenntnisgewinn auch durchs Netz gekriegt hätten? Nicht, dass Sie 50 Ihrer Parteifreunde in die Mangel genommen haben und gesagt haben, Junge, bist du blöd, du stimmst für Atomkraft, wir sind dagegen. Also die Hoffnung habe ich anfangs bei Facebook gehabt, ehrlich gesagt. Da habe ich irgendwo was geschrieben und dann gab es da noch echt so Strenge und dann hat einem das auch Argumente gebracht, über die man nachgedacht hat. Und ich glaube, das ist das, was Adhocracy ja leisten kann. Wenn ich an dieses Guttenplug denke, da ist ja sehr viel gekommen von den Massen. War es sozusagen das Gerechtigkeitsfanatiker gewesen oder waren es nicht CDU-Wähler oder so? Es war schiere Empörung. Dafür gab es ein Diskussionsforum. Man hat ganz doll gesehen, dass es Empörung bei den Menschen war. Tja,
die überwiegende Mehrheit des Netzes wollte, dass er bleibt. Also wenn man das, die Tools, die man hat, einfach nochmal anschaut, muss man zu der Erkenntnis kommen. Aber ich glaube, es ist natürlich auch da... Moment mal, wenn die überwiegende Mehrheit des Netzes will, das wollte, dass Gutenberg bleibt, diesen paar Leute das wollten, dass er nicht bleibt, weil sie empört waren, dann spiegelt doch, wenn jetzt sozusagen das Netz eine demokratische Sache widerspiegeln würde, hätte doch Gutenberg bleiben müssen. Verstehe ich Sie da richtig? So ist das. Also ist es nun mehr Demokratie oder weniger Demokratie durch das Netz? Ja, das ist genau die Frage. Wir können gerne über den Partizipationsfall Gutenberg mal reden. Also wir haben ja hier... Lass uns nicht, gehen wir lieber auf Nordafrika, das finde ich spannender, weil Gutenberg ist gestern. Wenn man das sieht, wie Leute von ihren mobilen Geräten da sich melden, hat es dann für Sie mehr Authentizität, als wenn Sie einfach nur einen Klick irgendwo sehen? Ja, ich glaube natürlich schon, dass die Möglichkeit, und die haben ja ganz viele genutzt dort in Nordafrika, mit ihren Mobiltelefonen A zu simsen und zu twittern und über Facebook und aber auch Fotos und Bilder zu machen, hat ungeheuer dazu beigetragen, A, dass, glaube ich, auch dieser Druck über Al Jazeera erst entstanden ist. Ja. Und zum anderen, dass die Weltöffentlichkeit davon so unglaublich Notiz genommen hat. Wäre diese Partizipation, diese direkte, was anderes hier, wenn es nur mit Mobiltelefonen passieren würde, weil es dann direkter und singulärer wäre? Ich glaube nicht, dass ein einziges Medium irgendwie jetzt so diese Macht hat, zu sagen, that's it, also dieses ganze Gerede, das wäre eine Facebook-Revolution gewesen in Nordafrika, das halte ich für totalen Unsinn. Es war eine Revolution der Menschen. Natürlich macht es das Web 2.0 einfacher, das ist keine Frage, aber es liegt immer an den Menschen, die den Mut haben und die das Herz in die Hand nehmen, dass man so eine Revolution hinbekommt. Digitale Partizipation, würde ich also jetzt das Schlusswort sehen von Ihnen beiden, ist eher so ein beherztes sowohl als auch ein Jein, ja, aber... Aus meiner Sicht heraus müssen wir eine viel stärkere eigene Motivation haben, die Leute einzubinden. Es ist absolut wertlos, das Union-Magazin als iPad-App jetzt zu produzieren. Das bringt einem wirklich überhaupt nichts. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass wir auch bei Adtocracy momentan doch sehr überschaubare Nutzerzahlen haben. Woran auch immer es liegt, ich glaube, da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, wie können wir unsere eigenen Leute mobilisieren und dafür begeistern und wie können wir da in einen besseren Dialog treten. Das ist für uns überlebenswichtig. Ich stimme natürlich, was Adtocracy betrifft, explizit zu, wobei wir auch eine eigene Arbeitsgruppe haben, die sich damit befasst, wie man verbessern kann und vielleicht einfach ein bisschen sexier macht für die Leute. Es braucht Leute, die eine Mission haben, ein Ziel, etwas, woran sie glauben, sich nicht beirren lassen und da auch dabei bleiben und nicht sagen, ich höre jetzt irgendwie einmal klicken und das war's, sondern die sich nicht frustrieren lassen und über Jahre sowas machen. Es gibt einen Fußballverein, der hat 30.000 registrierte Fans und die entscheiden bis Samstagabend, wer am Sonntag aufs Spielfeld kommt. Partizipation online muss nicht unbedingt gleich bedeuten, dass man das lernt in der Politik, sondern Partizipation kann man eben auch beim Fußballspielen zum Beispiel mal ausprobieren. Also Fußball als Vorbild für die Politik? Keine Ahnung. Ich sag mal, auf dem Platz wird nicht mehr weiter diskutiert. Das sind ja alles Entscheidungen, die davor und danach laufen. Und so ein bisschen ist es das auch. Und es bestätigt im Übrigen unsere These, zu sagen, ich vote Spieler rein oder raus, ist einfacher, als zu sagen, ich lese mir ein Papier durch und schreibe jetzt auch noch selber einen Absatz. Ich will mal einwerfen, es gibt auch viele Gründe, auch gegen Online-Partizipation. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich dazugehöre, aber sowas ist ja man, also die Wissenschaftler nennen sowas Ochlokratie, nämlich die Pöbelherrschaft. Es gibt natürlich auch Einwände, ich stehe nicht dahinter, aber viele sagen, also dem einfachen Volk sollte man nicht alle Entscheidungen selber direkt offenlegen, sondern man sollte Gremien haben dazwischen, gewählte Gremien, die darüber nachdenken und Gesetze machen. Wenn irgendwas in Facebook ganz toll behandelt wird, dann steht es am nächsten Tag in der Süddeutschen. Und ehrlich gesagt, mir geht das ein bisschen gegen den Strich, weil das ist für mich keine Demokratie, weil eine schweigende Mehrheit muss auch irgendwie ein Forum bekommen und nicht gezwungen werden, irgendwie einen iPhone-Anschluss zu haben. Ich glaube, dass uns klar werden muss, dass wir in wenigen Jahren auf eine hundertprozentige Online-Gesellschaft zugehen werden. Die Frage geht ja dahin, sozusagen, sind so ein paar aktive Aktivisten, diktieren die dann der schweigenden Mehrheit, was passiert sozusagen? Da geht ja die Frage hin, ob ein Pro oder gegen Gutenberg oder was auch immer. Ja, klar. Also ich glaube schon, dass es auch eine Meinungshoheit gibt. Die wird nach wie vor von Medien, aber im Online-Bereich teilweise auch anders bestimmt, weil da nicht die klassischen Medienfunktionalitäten passieren. Mhm. Natürlich passiert das. Bei 80 Millionen Bevölkerung, dann erscheinen 500.000 Leute dann nur noch als eine kleine versprengte Einzelgruppe und nicht mehr als etwas Mehrheitsbildendes. Und das muss man halt auch immer sehen. Wie viel Beteiligung braucht denn tatsächlich jetzt die Demokratie? Also wäre denn überhaupt noch Beteiligung denkbar und wie müsste man sie dann organisieren?
eigentlich sind dafür unsere politischen Parteien zuständig, Leute stärker einzubinden. Da ist tatsächlich auch ein Demokratiedefizit. Man muss einfach sehen, wie heute die Gesetzesverfahren sind und auch mit welcher Selbstverständlichkeit in dieser Enquete bezahlte Lobbyisten sitzen und wie natürlich dadurch auch die Arbeit teilweise verzerrt wird. Das ist ein großes Problem, dass es zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Und ich glaube auch, das schreckt viele Leute ab. Wenn wir in 1,5 Jahren die Enquete abschließen, soll dann ein Beteiligungstool, vielleicht ein weiterentwickeltes Beteiligungstool wie Etocracy Eingang in die alltägliche Arbeit des Bundestags finden, ja oder nein? Beginnen wir bei der Sachverständigen. Nee, das kann eigentlich nur an den MdB gehen, oder? Ich würde sagen, das kommt darauf an. Also, Beteiligung. Das ist eine Politikerantwort. Das kommt darauf an. Also, Online-Beteiligungstool gibt es schon über die E-Petition. Dabei kann und dabei darf es nicht bleiben, es muss weitergehen. Also, ich bin optimistisch und ich hoffe, ich bekomme von meiner Arbeitsgruppe dann noch Vorschläge, die ich verwerten kann. Mhm. Nicht plagieren, sondern aufnehmen. Ja? Aufnehmen kann, mit Hinweis. Das hoffe ich sehr. Und wenn es das Tool nicht ist, müssen wir andere finden. Weil Online-Beteiligung ist super wichtig. Es ersetzt nichts anderes. Ja, es ist nicht das Allheilmittel für irgendwas. Es ist einfach ein weiteres wichtiges Instrument, um Leute an Demokratie zu binden, in Demokratie einzubeziehen, für uns zu begeistern. Und wir sind hier zum Erfolg verdammt. Vielen Dank für Ihre Gedanken, für Ihre Meinungen, für Ihr Dasein. Ich danke Ihnen, ich danke euch allen, dass ihr da wart und wünsche noch einen schönen Abend.